Moin, liebe Freunde der gepflegten Landwirtschaft und herzlich willkommen zum AWM-Vlog Nummer 8. Ich hoffe, euch hat der letzte Vlog gefallen. Ich bin immer noch nicht so richtig drauf klargekommen, was da oben noch los ist, weil ich ja echt ein riesen Fan bin von den alten Treckern. Genau, ja, heute fahren wir nochmal eine Runde Wiesen schleppen mit dem 614er. Da nehme ich euch einfach mal mit und machen noch ein paar Wiesen. Es ist schon gut abgeluftet und das sollte eigentlich alles funktionieren. Also, das sehen wir gleich. So, Freunde, von der Feuchtigkeit her geht's eigentlich. Aber hier liegt jetzt erstmal ein schöner Baum. Und den kriege ich, glaube ich, auch nicht weggewuchtet. Doch, vielleicht schon. Aber. Oha. Nee, nee, nee. Das gibt nix, das gibt nix. So Leute, die erste Wiese haben wir fertig. Es ging richtig gut. Jetzt haben wir hier noch so ein paar kleine Streifen und dann geht es ins Nachbardorf. Ich muss echt immer wieder sagen, es macht echt Spaß, mit dem Trecker hier zu fahren. Und ich hoffe, dass er noch lange Jahre erhalten bleibt. So, also bis gleich auf der nächsten Wiese oder auf der übernächsten. Ja, was man so alles hier auf den Feldern findet, den habe ich auf jeden Fall nicht mitgenommen. Dann lege ich einfach mal an den Rand und dann nehmen wir den nachher mit auf den Hof. Beziehungsweise schauen wir mal, was wir damit anfangen. Aber erstmal weg von der Wiese. Wenn der im Futter ist, gut, das würde nicht passieren, aber wir gehen mal davon aus, das wäre nicht so nice. Da sieht man mal den Hauptgrund, warum wir Wiesen eigentlich schleppen bei uns. Weil hier auf der Wiese teilweise auch Wildschaden ist. Das macht sich schon bemerkbar. Da fährt man dann teilweise auch zwei bis dreimal drüber, dass man das alles wieder schön eben hinkriegt. Das geht mit der Wiesenschleppe zum Glück richtig gut. So, wir fahren erstmal jetzt auf den Hof. Weil bevor wir noch stehen bleiben, machen wir lieber noch ein bisschen Sprit rein. Und dann fahren wir erstmal ins Nachbardorf. Das sind nämlich auch noch ein paar Wiesen und da ist auch noch ein bisschen Wildschaden. Und ich glaube, da lohnt sich auch noch ein bisschen. Zur nächsten Wiese gefahren, weil das macht einfach noch keinen Sinn. Der Akku von der Kamera ist jetzt auch gleich leer, also ich würde einfach mal sagen, wir hören uns morgen, weil morgen wird es auch ziemlich wild. Morgen gibt es einen ganz besonderen Trecker, vielleicht sogar zwei. Und danach gibt es vielleicht noch was mit Hand, aber muss noch mal schauen. Also bis morgen. Ich mache jetzt noch ein paar Wiesen hier fertig, wenn es geht. So Leute, weiter geht's. Ich habe mich jetzt hier mit dem Konrad getroffen. Wir machen heute eine kleine Tour und sehen wahrscheinlich auch ein, zwei spannende Maschinen. Da nehme ich euch einfach mit und ihr könnt gespannt sein, was da jetzt auf euch zukommt, weil ich glaube, das ist, was nicht so alltäglich ist. Also, bis gleich. So, wir sind auf der Bahn. Wir haben jetzt noch 34 Minuten vor uns. Hier, Konrad ist übelst am Cruisen. Moin. Ich bin schon richtig gespannt, was uns da gleich erwartet. Also, bis gleich. Wir sind jetzt in Lünen angekommen und gucken uns jetzt gleich einen Fan-Favorit an mit einem Duo-Speed-Getriebe. Das heißt quasi, das gab es nicht so oft damals beim 600er, aber es gab die Option beim 600er mit dem Duo-Speed, dass man quasi hydrostatisch fahren konnte. Und er fährt hier auch gerade stufenlos. Wahnsinn. Ich hoffe, ich kann euch das gleich mal zeigen. Es ist echt cool. Ja, und weil der Konrad ja auch einen 615er hat, gucken wir uns hier gerade mal einen an. Und das Besondere an dem hier ist,
der Duo-Speed-Antrieb. Das heißt, der kann stufenlos fahren. Und der Konrad hat das in seinem auch verbaut. Der Konrad. Ja. Mehr oder weniger. Beziehungsweise hat es mal drinne. Und das hat der Vorbesitzer aber leider ausgebaut. Und wir sind jetzt halt dran, dass wir das wieder reinkriegen. Und dann können wir mit dem Fendt Favorit 600 stufenlos fahren. Wir haben es eben schon einmal kurz gesehen und es war sehr beeindruckend. Aber mal schauen, was wir jetzt alles mitnehmen können. So, Konrad macht sich jetzt einen Plan hier. Das ist die Zeichnung von den Leitungen vom Duo-Speed-Getriebe vom 600er. Das sind beides Rückläufe. Die kommen, werden hier vorne geteilt, der Wasserstrom, einmal durch den normalen Ölkühler und einmal geht es dann in den Zusatzölkühler für elektrischen Antrieb. Dann kommen dann hier beide wieder in den Tank rein. Ja. Das ist schon spannend. So langsam haben wir einen Plan, wie das hier funktioniert. Aber es ist nicht einfach. Und dadurch, dass es ja auch nicht allzu viele von denen gab, um genau zu sein, keine 100, nee. Ist das alles ein bisschen kompliziert. Ist schon witzig, wie man hier Eisbilder macht. Guck mal, die geht hier oben dann an diesem Block. Habe ich den Block überhaupt bei mir drauf auf der Pumpe? Du brauchst noch einiges, ne, um das wieder zum Laufen zu kriegen. Ich weiß nicht, was ich alles brauche. Also Leute, einfach mal einen Aufruf. Wenn sich irgendwer hier mit Duo-Speed auskennt, meldet euch gerne mal. Teile. Und wenn ihr Teile habt. Da ist ein dicker Loch. Gucken wir mal hier drauf auf den Trecker. Sogar ein Lenksystem drauf. Da hinten, das ist die Einheit. Druck- und Temperaturanzeige fürs Duo-Speed. Das heißt, Warnleuchte für Filter. Und eigentlich Temperatur nochmal. Aber das kann dann wieder individuell sein. Und das ist dann der Fahrhebel, mit dem wir dann die Pumpe steuern, wo wir dann das Öl vorwärts oder rückwärts fahrt in den Motor lassen. Das links ist Temperaturanzeige und rechts ist Druckanzeige. Hochdrucksystem 400, 420 Bar, ne? Der Schwede ist schon ordentlich. So, jetzt muss ich mal ins Auto gehen. Ich bin ja mal gespannt, ob das bei dir irgendwann wirklich funktioniert. Ich auch. Cool, dass er das jetzt rausgefunden hat. Jetzt weiß ich auch, warum der Trecker Duo-Speed heißt, wenn man einfach zwei Möglichkeiten hat zu fahren. Hydraulisch und mechanisch. Ja, macht ja eigentlich Sinn, aber hab ich mir jetzt noch nie so Gedanken drüber gemacht. Nee, dann bauen wir das Ding jetzt mal wieder zusammen hier und dann haben wir alles, oder? Erstmal. Soweit, ja. Gucken, wir noch mal eine Runde drehen. Ich bin gespannt. So, Freunde, wir fahren jetzt stufenlos 600er. Wahnsinn. Phänomenal, wirklich, gefällt mir. Musst du auch haben, oder was? Komm. Für den Druck, wie er hochgeht. Der Volker ist wesentlich aggressiver. Da kann man kann jetzt quasi vom ersten in den vierten Gang hat er quasi das Duo-Speed und da kann man halt nochmal viermal untersetzen sozusagen. Im vierten Gang fährt er am schnellsten und im ersten halt am langsamsten. Dementsprechend ist er im vierten Gang der Druck am höchsten und im ersten Gang der Druck am geringsten, aber die Kraft am höchsten. Zeigen. Ich dreh mich einfach mal kurz stufenlos. Wahnsinnig. So, jetzt haben wir den ersten Gang drinne. Ja, wenn die Pumpe voll ausschmeckt, ist jetzt Ende bei 4 km/h. Ist jetzt Vollgas quasi. Ja. Jetzt machen wir einen vierten rein. Das ist jetzt der vierte und jetzt Vollgas. Geht auch gleich hoch, 300 Bar. Ja, flotter. 14 km/h, sowas. Ja, aber geht ja noch. Wir haben ja keine Nenndrehzahl jetzt.
Genau, es geht noch schneller, wir könnten noch ein bisschen mehr Drehzahl geben. Aber ich glaube, um das mal gezeigt zu haben, reicht's. Wahnsinnig. Das hat sich schon wieder gelohnt heute für mich. Das ist sehr beeindruckend. Dass ich mal stufenlos in dem 600er fahre, hätte ich auch nicht gedacht. So, wir sind jetzt wieder auf der Bahn. Ich wollte nochmal sagen, ich finde das echt ziemlich spektakulär, dass es damals doch noch sowas gab, beziehungsweise vor den Varios in den 600ern schon einen stufenlosen Fahrantrieb. Da gab es ja dementsprechend auch nicht viele von. Und deswegen finde ich das gerade so gut, dass es noch welche gibt, die sich damit beschäftigen und die damit noch fahren bzw. arbeiten. Echt richtig cool. Ja, und deswegen hoffen wir natürlich auch, dass das Dual Speed bald wieder funktioniert. Schauen wir mal. Nicht wahr? Es öffnen sich die heiligen Hallen. Ja Leute, was soll ich sagen? Klaas Xerion 3000. Das ist wohl die Schlepperlegende schlechthin. Wahnsinn, echt. Wahnsinn. Sowas noch mal erleben darf. Einmal Kabine gedreht. Ich bin noch ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Klaas Xerion 3000. Eine Legende vom Herrn. So Leute, jetzt stehen wir hier am Feld und gucken uns das Ding mal genauer an. Also hier können wir nicht sagen, dass der hässlich ist. Unglaublich, in Klaas Xerion 3000. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Echt irre. Der Acker natürlich jetzt auch nicht mehr, ne? Aber so einen erstmal aufzufinden, einen zu haben, der ihn rausfährt. Echt, also an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön. So Freunde, ich bin jetzt auch gerade mal eine kleine Runde gefahren mit dem Xerion hier. Und ja, es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, weil die wenigsten von euch kennen das wahrscheinlich. Aber er ist beim Anfahren ziemlich träge und Richtungswechsel ist auch ziemlich träge. Also es ist alles nicht so stimmig. Geiler Trecker, wirklich. War auch mal ein Erlebnis.
aber ich glaube, so ein Alltagsding ist das nicht, wenn du jetzt jeden Tag damit fahren musst. Wobei der ist schon schick. Echt cool. So Leute, der Spaß hört nie auf. Ich gehe jetzt noch ein paar Hanfbeinen pressen, weil das Hanfstroh ist trocken und das kann jetzt weg. Weil bevor es morgen wieder regnet, dass wir das alles noch eingerollt kriegen. Schauen wir mal, wie gut das hier geht jetzt. So Freunde, ich presse jetzt gerade noch ein paar Hanfbeinen. Und es ist Strohzeug, das ist echt richtig zäh. Also sobald das ein bisschen anzieht, geht das schon noch kaum zu pressen. Das macht echt keinen Spaß. Deswegen, hier muss man auch aufpassen, weil wenn die Presse einmal zu ist, dann ist er auch zu. Aber wir haben mal zum Glück einen starken Trecker davor. Deswegen geht das eigentlich alles ganz cool. Und ich komme auch noch gut voran hier. Aber ein paar Bahnen habe ich auch noch vor mir. Mal schauen, wie viel ich heute noch schaffe. So, 50 Beinen haben wir jetzt schon gepresst ungefähr. Also ich jetzt schon. Und es ist nur noch so eine kleine Spitze hier. Also es geht dem Ende zu. Und es ging echt ganz gut, dafür, dass jetzt wirklich nur 2 Tage Sonne drauf geschienen hat. Gut, heute Morgen wurde es einmal umgedreht. Aber lässt sich richtig gut pressen, hätte ich nicht gedacht. Ball machen wir 140 cm Durchmesser, dass sie auf den LKW passen. Und boah, ich kann euch gar nicht genau sagen, wie viele es jetzt schon insgesamt sind, weil der Zähler nicht mitgezählt hat, aber ich denke mal so an die 80, 90 werden es schon sein. Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und jetzt werden es vielleicht noch 2, 3 Stück und dann ist auch gut. Also, schauen wir mal, wie viel es noch werden. So Freunde, wir haben jetzt alle Ballen gepresst hier. Jetzt eben ist noch einer aufgegangen und der war schon gepresst. Den muss man wieder auseinanderrollen und die dann nochmal zu pressen. Naja, ist die Presse eben zusammen 3-mal verstopft. Ich dachte, das wird doch nichts mehr. Aber wir haben es jetzt geschafft und sind jetzt fertig. Und haben jetzt ungefähr 95 Ballen. Ich glaube 100 ist es nicht geworden. Aber ich habe es ja auch nicht auf dem Zähler gerade. Naja, gut. Ich freue mich jetzt aufs Bett. Und wir hören uns morgen. Also, macht's gut. Ja, moin Freunde. Heute mache ich mal Bodenbearbeitung. Aber leider nicht mit dem Fendt 920, sondern mit dem Fendt kurz vor 8:30. 8:28. Ja, den haben wir gerade ersatzweise, weil der 920 als Pflegeschlepper dienen muss im Moment. Ja, und deswegen braucht man einen Ersatz-Ackerschlepper. Ja, ich sag mal so, also der zieht die Scheiben enger, aber könnte besser gehen. Naja, ich habe auch noch ein paar Flächen vor mir. Muss mir nochmal so ein Fazit machen dann. Aber ich glaube, ersetzen kann er den nicht hier, ne? Also der zieht schon besser, der andere. Naja, schauen wir mal. Ich will mich ja echt nicht beschweren jetzt. Also gehen tut das schon. Aber ich vermisse noch ein bisschen den Zaun, muss ich sagen. Also vom 29. Hier kann man mal einen Tag mit fahren. Ist aber vom Komfort her eine feine Sache tatsächlich. Also ist definitiv komfortabler, aber ich lebe dafür, ne? Das wisst ihr glaube ich auch. Von daher kommt für mich sowas hier nicht in Frage. Naja. Ja, ich drehe jetzt hier noch ein paar Bahnen. Aber wie schön der Raps schon blüht, ne? Der geht richtig auf langsam. Als wir da in Dortmund waren, da war der Raps schon viel weiter, aber der hat nicht so gleichmäßig geblüht. Das war mir ein bisschen komisch. Und hier ist es alles schön gleichmäßig, schöne Blüte. Gefällt mir gut. Da oben liegen noch die restlichen Hanfbeinen, die ich gestern gepresst habe. Die haben sie schon eingesammelt, größtenteils. Und die werden dann nach Manfried verschafft zur Pelletieranlage. Ja, Freunde, ich sag mal, also ganz scheiße sieht es ja nicht aus, ne? Aber ich will den 29 wieder. So, wir haben jetzt noch die Fläche.
Und dann noch da oben quasi so da, so hinterm Berg noch eine. Und dann kommt morgen der Grubber dran. Und dann die Drillmaschine und dann wird gedrillt. Muss auch mal langsam alles in den Boden, weil wir haben schon fast Mitte April. Naja, nee, nicht ganz Anfang April. So, wir sind jetzt hier eigentlich auf dem steilsten Stück, was wir so haben, angekommen. Und hier kämpft er auch ganz schön hoch. Aber mit dem 29 fahre ich eigentlich immer so 13 hier hoch, muss ich sagen. Beziehungsweise, er zeigt 13 an. Das ist natürlich immer durch Schlupf alles ein bisschen anders, ne? Das wisst ihr, aber er ist nicht wesentlich langsamer, aber er ist schon langsamer. Aber ich habe ja auch schon genug gemeckert. Alles cool. Ich mache noch ein paar Bahnen. Bis gleich. Weiter geht's im Programm. Ich habe leider ein bisschen verpeilt zu filmen. Auf jeden Fall ist jetzt schon alles gerubbert und es kann gedrillt werden. Genau, ich bin jetzt erstmal wieder auf dem Weg zum Lennart, weil der ist ein bisschen am Güttlern. Und sowas habe ich noch nie fotografiert, so eine schöne flache Bodenbearbeitung. Deswegen hat das jetzt auch mal wieder ganz gut gepasst. Und mal gucken, mit welchem Trecker er heute unterwegs ist. Ich bin auf jeden Fall gleich da. Hoffe ich. Okay, ich bin gerade tatsächlich schon aus Versehen dran vorbeigefahren. Aber ich habe ihn jetzt gefunden. Da hinten fährt er. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber gleich. So, bisschen Zeitstress, weil es ist hier nicht mehr ganz so viel. Deswegen muss ich jetzt nochmal hier alles geben. So, jetzt erstmal ein paar Bilder machen. Da kommt er. So, er ist schon leider am Vorende jetzt, aber die Kulisse ist schon wieder ein Traum. Und wenn ihr mal auf die Kamera guckt, erkennt man es? Na, ich blende euch das Bild hier jetzt gleich mal ein. Boah, sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Vor allem jetzt auch schön mit der Rapsblüte und hier ist natürlich überall im Hintergrund Raps. Ja, das gefällt mir echt sehr gut hier. Geil, ich bin auf die Bilder gespannt. Ist schon ein cooles Gespann auch mit dem Trecker und der Güttler. Sieht schon mächtig aus, muss ich sagen. So Leute, ich sitze jetzt nochmal hier beim Lennart auf dem Trecker. Fendt 933 Vario mit Fendt One. Und einem 5,80 Meter Güttlergrubber hinten dran. Güttlergrubber, ja. Lennart, warum güttlern wir eigentlich? Weil wir das Rübenland vorbereiten möchten, Ben. Was bringt denn das Güttlern? Was das bringt? Ja. Zeit. In erster Linie habe ich viel Zeit und möchte Trecker fahren und deswegen arbeite ich. Habe ich mir schon gedacht. Okay. Wir wollen Unkraut bekämpfen und wir wollen ein bisschen die Bodenstruktur lockern, oben drauf einmal alles abschneiden, damit wir dann da eventuell noch einmal mit dem Kreiselgrubber drüber halten können, um es noch ein bisschen feiner zu machen. Weil bei den Rüben ist es ja so, sie brauchen ein sehr feines Saatbett. Und ja. Weil wir unter anderem mit Bodenherbiziden arbeiten, aber auch damit wir eben genug Keimwasser zur Verfügung haben, ne? Weil in groben Kluten, da will nichts auflaufen, da ist das Wasser schnell weg. Deswegen machen wir hier eine feine Oberfläche oder versuchen es möglichst. Ne? Also wenn ihr Fragen zu sowas habt, hier, fragt ihn einfach. Nein, ja, genau, deswegen machen wir das. Also ich dachte eigentlich nur, damit wir alles ein bisschen feiner machen. Ja, ist ja quasi. Okay. Wir machen es feiner und wir schneiden Unkraut ab. Also ja. Kurz gesagt, schneiden wir jetzt Unkraut ab und machen die Erde feiner, ja. Dass die Rüben... Weil wir haben jetzt einen Gänsefußschal, was jetzt hier eingeblendet ist. Und damit können wir nämlich alles abschneiden. Aber wichtig, nicht im nassen Boden. Weil im nassen Boden verschmieren wir dann den Boden und machen Schadverdichtungen. Quasi eine Flugsohle mit einem Grubberschal. Das will keiner haben, sowas. Ach. Nee, das ist blöd, okay. Deswegen im Frühjahr, jetzt bin ich im richtigen Monus, im Frühjahr nur Saatbettbereitung, wenn es geht. Keine Grundbodenbearbeitung mehr. Mit dem Güttler? Allgemein mit Bodenbearbeitungsgeräten. Güttler ist ja sowieso kein Gerät für eine Grundbodenbearbeitung, ja, nee, ist ja nur für flaches Arbeiten. Ja. Aber im Frühjahr hier auf schwereren Böden, wenn du da jetzt erst anfangen willst, auf 20 cm zu lockern, dann hast du Scheiße, die du nach oben holst. Das war eine sehr gute Erklärung. Vielen Dank an der Stelle. Ja, also wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die drunter, Kommis. Also, bis dann. Ja, Freunde, ich habe euch jetzt nur kurz mitgenommen. Aber Lennart ist jetzt auch fertig. Die Bilder seht ihr dann. Und an der Stelle würde ich einfach mal sagen, das war's für diesen Vlog. Also, haut rein
und bis zum nächsten Vlog. Und schreibt gerne mal rein, wie ihr den Vlog fandet. Also bis dahin, macht's gut.